Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Schminki mit Neuheiten, mit Produkten, die ich cool finde, mit dies, das, Ananas. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Video dreht sich im Prinzip hauptsächlich um die neue Dominique Cosmetics The Moment Palette. Deswegen habe ich einfach noch so ein paar andere Produkte dazu gesucht, um da halt was drumherum zu machen. Und ich werde jetzt zuallererst mal starten, dass ich meine Haare zurückmache. Da habe ich mir bei M.Asam, oder Asam Beauty, ne, diesen Haarreif neu bestellt von Ahuhu. Und ich finde, dass der einfach ein bisschen besser funktioniert, weil ich einfach dadurch auch meine Babyhärchen weiter zurückkriege. Ich hatte ja vorher, ich glaube, von DM, von Rossmann, mir mal diesen hier gekauft. Der ist effektiv in groß, also ne, im Großen und Ganzen, aber nicht so effektiv wie sowas, weil hier habe ich ja wirklich auch den Stoff drumherum und dann funktioniert das einfach besser. Also ich glaube, auch im Sommer wird dieser Haarreif dann quasi den anderen ablösen. Und jetzt kommt erstmal eine Gesichtscreme drauf, beziehungsweise ein Primer-Ersatz. Also ja, weil ich habe eben mein Gesicht erst gereinigt. Ich bin aufgestanden, habe mein Gesicht gereinigt und jetzt bin ich hier. Und das ist von Beauty Mates die Hyaluron Cream Boost. Die habe ich ja schon seit Ewigkeiten immer mal wieder in Anwendung in wärmeren Jahreszeiten. Wir haben jetzt auch gerade 19 Grad. Es ist jetzt auch gerade, ja tatsächlich, was ist es denn heute? Mittwoch. Und ihr seht das Video, glaube ich, Freitag, ne? Genau, also es ist relativ warm hier bei uns. Es ist auch sehr schön. Auf jeden Fall liebe ich es, dass ich diese Hyaluron Cream Boost jetzt verwenden kann. Gibt es ja bei Beauty Mates und da habe ich ja den Affiliate-Rabattcode Claudi30. Kann man theoretisch auch mit Boostern oder so mischen. Ich möchte sie jetzt aber wirklich rein als Make-up-Grundlage verwenden. Achso, ich könnte euch auch einfach mal die Konsistenz zeigen, ne? Sehr leicht und hat so eine leicht gelige Konsistenz, würde ich auch dazu sagen, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Es ist jetzt nicht super cremig, so wie das bei der Hyaluron Cream Lift der Fall ist, die ich gerne dann im Winter und in den kälteren Jahreszeiten verwende. Die ist parfümstofffrei, die ist ohne Parabene, ohne PEGs, ohne irgendeinen Rampampam, den man nicht braucht. Keine Tierversuche sind bei Beauty Mates am Start und du hast eine Wirkstoffkosmetik, wo du genau das bekommst, was du halt brauchst für deine Haut. Und dann hat man hier mit der Hyaluron Cream Boost eine schöne Basiscreme, die man dann entsprechend mit den Boostern aufpeppen könnte. Ich verwende sie jetzt, wie ihr sehen könnt, als Make-up-Grundlage. Wenn ich die jetzt als reguläre Tagespflege verwende und mich jetzt nicht unbedingt groß direkt danach schminken wollen würde oder so, gebe ich mir da so meine 1, 2, 3 Booster mit rein. Also maximal 3 Booster würde ich in die Cremes mit reinmischen. Und die Booster kommen ja in diesen Pipetten und da gibst du dir 1 bis 3 Tropfen in deine Creme mit rein. Kannst natürlich auch in eine andere Creme mit reinmischen, ne? Wie du halt möchtest. Und dann bekommst du halt das Ergebnis, was du haben möchtest. Und das finde ich so cool, weil du wirklich dein ganzes Gedöns, deine Hautpflege individuell zusammenstellen kannst und das Ganze überhaupt nicht kompliziert ist. Also schau da gerne mal auf der Homepage vorbei, schau beim Set-Konfigurator vorbei, da kannst du dir das Set halt individuell zusammenstellen und da halt ein bisschen sparen, indem du halt das als Set bestellst oder und mit meinem Code Claudi30 dann nochmal 30% on top sparen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Nummer. Und ja, ich arbeite seit, weiß ich nicht, 2 Jahren, ja, mit Beauty Mate zusammen ungefähr, ne, dass ich da auch die Cremes verwende und die Booster und die entwickeln sich halt extrem, finde ich. Also jetzt haben die ja ganz neu auch diesen Retinol Use Booster mit im Sortiment aufgenommen. Schaut da einfach gerne, wie gesagt, auf der Homepage vorbei. Stellt euch das Set zusammen, wie ihr das gerne möchtet und genau, so ist das alle. So viel zum Primer, ist jetzt auch soweit schön eingezogen. Und ich finde, das nährt einfach das Gesicht. Ne? Man sieht es wahrscheinlich auch ganz gut, dass meine Haut jetzt einfach erfrischt aussieht. Sie ist schön vorbereitet für das folgende Make-up, was ich dann gleich auftragen werde. Und ich habe eine trockene, sensible Haut und deswegen kommt einfach das sehr, sehr gut mit diesem Produkt oder halt auch mit der Lift Cream, weil ich da überhaupt keine Irritation oder so habe. Es funktioniert bei mir einfach wundervoll und deswegen kann ich das halt mega empfehlen. Bei sensibler Haut. Wichtige Geschichte. Genau. Ja, ich stelle es mir hier hinten in den Hintergrund. Dann habt ihr das nochmal als kleinen Reminder. Aber wie gesagt, in der Infobox vorbeischauen. Claudi30 nicht vergessen. Und dort gerne, wenn ihr möchtet, noch euer Backup aufstocken. So, als nächstes habe ich eine Foundation, die ich gefunden habe und nun ausprobieren möchte. Das ist von Clinique, die Even Better Refresh Hydrating and Repairing Make-up Geschichte.
habe ich hier in der Farbe CN02 Breeze. Ich glaube, bei Sephora habe ich die bestellt, weiß ich jetzt aber nicht. Ich verlinke euch auch sowieso alle Produkte unten in der Infobox, ne? Und ja, das könnte farblich wirklich sehr, sehr gut aussehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Deckkraft beschrieben war, aber bei Clinique ist es erfahrungsgemäß jetzt nicht so super krass. Ist selbstverständlich noch original verschlossen, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das wollte ich ja alles gerne hier in diesem Video mit euch machen. So, dann gebe ich mir erstmal hier so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Doch hat einen schönen neutralen Unterton und das passt bei mir natürlich super gut, weil ich habe hier einen kühlen, neutralen Unterton von meiner Haut. Nehme jetzt hier aus dem Letizia Lemark Pinselset einen Pinsel, um das Produkt erstmal so grob auf meinem Gesicht aufzutragen. Es ist schon recht hell, kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, das wird was. Da wird ein Schuh draus, Leute. Und witzig ist halt dadurch, dass es so... Also nicht dadurch. Ich hätte gedacht, dadurch, dass es so pastig ist, dass man auch eine krasse Deckkraft hat. Aber das ist wirklich eher natürlich. Und in dem Sinne, für mich, von der Deckkraft her, eine schöne Frühlings-Sommer-Foundation nicht unbedingt, weil dafür könnte sie gegebenenfalls zu schwer werden. Wobei ich sie jetzt auch gar nicht mehr auf meiner Haut fühle. Jetzt mit dem Pinsel hat sie sich zwar verteilen und einarbeiten lassen, ich sehe aber noch die ein oder andere Stelle, wo ich ganz gerne mit dem Schwämmchen nochmal drüber gehen würde. Ja, dadurch nehme ich natürlich noch ein bisschen Deckkraft runter. Von das Oshifi, ne? Von Louisa Crescent. War jetzt in der Purish Mystery Box drin, genauso wie auch die Palette von Dominique Cosmetics. Ja, sehr, sehr leichte Deckkraft, aber schön ausgeebnet. Also mir gefällt es tatsächlich so, wie es jetzt so ist, ganz gut. Und den Rest kann ich ja dann auch mit dem Concealer regeln. Also die kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich mir die jetzt auch direkt auf den Schminktisch stelle und halt häufiger verwende, weil der Ton gerade sehr gut passt und mir diese Deckkraft auch sehr gut gefällt. Es gibt ein schönes Hautgefühl. Also ich mag die. Concealer gibt es einen neuen. Oh je, da weiß ich nicht, ob der gut funktioniert. Ne? Vor allem, weil ich jetzt eine relativ leichte Deckkraft von der Foundation habe. Maybelline Superstay Active Wear. Ja, 30 Stunden Concealer. Das ist dieses Vieh. Die Foundation war mir zu trocken, zu pastig. Die hat mir gar nicht gut gefallen. Hier habe ich jetzt die Farbe Nummer 05. Ne? Das ist, glaube ich, mit die hellste oder eine der hellsten Farben, die es dort so gibt. Habe ich bei Beauty Bay auch gekauft, als es dort recht frisch rausgekommen ist. Habe ich dann in meiner Ausprobierkiste drin gehabt und einfach nicht verwendet. Das ist dann natürlich schade. Ja, ne, ist halt ein Concealer und sie riecht erstmal dran. Schaut so vom Applikator her auf. Und ich würde mir den jetzt wirklich super, super wenig nur auftragen wollen. Also wirklich nur so minimal. Minimal. Ihr seht's, ne? Und das hat an Produkt wirklich gereicht. Ne? Da kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt noch nachlegen oder so. Ich decke damit hier oben auch so ein bisschen mein Augenlid schon mal ab, Lidschattenbase technisch, denn da habe ich jetzt keine neue, die ich euch zeigen könnte. Also wenn ich nur so ganz, ganz minimal diese Punktuierungsgeschichte nehme, geht das klar. Ne? Dann habe ich auch nicht zu viel Produkt, das sieht auch nicht trocken aus. Das ist dennoch leicht abgedeckt, aber nicht zu intensiv. Also mir gefällt das vom Ergebnis her. Und deswegen mache ich das auf dieser Seite auch. Das ist recht natürlich und sieht gut aus, ne? Oder? Was meint ihr? Hättet ihr jetzt mehr Concealer verwendet oder hätte euch das auch so gereicht? Weil man darf halt nicht vergessen, man gibt hier nachher auch noch Puder und so ein Kram alle drüber. Und wenn man jetzt nämlich am Eskalieren ist, hat man nachher echt ein Problem, das Produkt dann verteilt zu bekommen, ne? Ja, ja. Ich versuche jetzt auch nur ganz, ganz minimal meine Pickelchen hier unten abzudecken, denn meine Hormone sind aktuell so ein bisschen am Eskalieren. Und ja, ne, dann habe ich halt ein paar mehr Unreinheiten. Das ist aber jetzt, finde ich, nicht so schlimm. Ja, der Concealer deckt wirklich krass ab, ne? Da muss man aufpassen, vor allem an solchen Rötungen oder Pickeln, ne? Sagen wir das einfach mal hier bei Namen, Leute, sammelt sich das Produkt, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann lasse ich lieber so einen Pickel nicht ganz so mega abgedeckt, habe dann aber dafür nicht so diese Ultra-Produktansammlung, weil ich habe nun mal eine Haut. Kannst ja nicht anders sagen. Ich habe Falten, ich habe Pickel, ich habe Verfärbung, ich habe Sommersprossen. Ja, genau. Nö, so gefällt mir das tatsächlich als Basis ganz gut. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen Blush Bronzer Highlighter Produkten. Und da habe ich dieses Mal keine Puderprodukte, sondern alles als Creamprodukt. Zuallererst habe ich hier von Mitchell, kriegt ihr bei Purish und da könnt ihr mit Claudies Welt 15, ich glaube aktuell sogar 20% drauf sparen, ansonsten sind es 15%, den Blush in der Farbe Shady Business, das ist dieser hier. Eigentlich ein Liquid Blusher, aber es ist halt schon ein Bronzer, ne? Also von der Farbe her. Und das trage ich mir gerne so auf, wie die liebe Jenny von Jenny's Highlights das empfiehlt, nämlich, dass du dir das so auf eine Mischplatte oder halt auf deinen Handrücken machst. Und
Ja, Like a Daisy in Spring hat es gestern auch herausgefunden. Ich bin schon pinselwaschfaul. Ich verwende nicht allzu viele Pinsel. Deswegen nehme ich den gleichen Pinsel, wie ich eben die ganze Zeit schon verwendet habe, ne? Und gehe hier so ein bisschen rein, um das auf meinen Pinsel zu bringen. Arbeite das auch ein bisschen in meinen Handrücken ein. So hat Jenny das nämlich empfohlen, damit das auch schön aufs Gesicht kommt. Und dann trage ich mir das auch auf meinem Gesicht auf. Bei solchen Cremeprodukten mache ich das auch lieber, dass ich erst immer ein bisschen nehme und mir das dann vorsichtig aufbaue, als dass ich mir zu viel Produkt ins Gesicht klatsche und dann Probleme habe, das auszublenden. Das musste ich halt auch erstmal lernen, ne? Und ich verkacke es auch immer mal wieder regelmäßig. Zum Beispiel bin ich hier gerade zu tief gekommen. Das ist, wie es ist, ne? Es ist halt kein Produkt, was ich jeden Tag eigentlich verwende, wobei ich den Blush mittlerweile in meiner Everyday-Box drin habe. Aber ich bin halt immer noch eher so ein Pudermädchen, aber diese Creamy-Geschichten sehen einfach viel, viel harmonischer und natürlicher aus, weswegen ich da in letzter Zeit immer häufiger zu greife und auch ganz gerne zu greife. Jetzt habe ich hier eine Blush-Palette, die habe ich bei Revolution selbst bestellt, weil die da so eine 3-für-2-Aktion oder so hatten. Mad Love, das ist mit Joker und Harley Quinn, die Blush-Palette. Die möchte ich gerne mit euch heute verwenden. Und da gibt es 4 verschiedene Farben. Einmal Ace Chemicals, Arkham, Asylum und Joker's Flavor. Und ich würde gerne Jack und Joker's Flavor jetzt einfach mal verwenden. Das sind alles Creme-Produkte. Gucken wir mal, wie die Farbabgabe so ist. Oh ja, das gibt derbe Farbe ab. Da braucht man nicht viel von. Ja, das ist schön. Ne? Das gefällt mir ganz gut. Ja, hätte man natürlich auch noch die anderen Farben ausprobieren können. Aber das ist wirklich gerade so der Blush-Look, den ich echt gerne mag und der auch gleich zum Look sehr gut passen wird. Ebenfalls von Revolution habe ich Bright Light, ein Highlighter mit Quarz. Der soll da drin sein. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Steht das hier drauf? Strobe Champagne? Ist das die Farbbezeichnung? Ich glaube schon, ne? Ja, erinnert mich schon ein bisschen an Charlotte Tilbury Design. Also wenn man da an den Concealer zum Beispiel denkt, ne? Da haben ja mittlerweile relativ viele nachgezogen, dass es halt genau so dann gemacht wird. So, hier kommt schon rausgeschossen. Da muss man dann natürlich jetzt mit der Dosierung etwas aufpassen. Und das gebe ich mir dann an die zu highlightenden Stellen einfach drauf. Das ist metallisch, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Ich gehe jetzt direkt mal mit dem Pinsel drüber, dass es jetzt nicht zu schnell trocken wird oder so. Aber das ist ein wunderschöner Highlighter. Oh mein Gott, ist der schön. Cool im Sinne von kühl ist der auch, definitiv, weil der halt so einen rosa Shift mit drin hat. Was natürlich zu meinem kühlen Hautunterton passt und zu meinem kühlen Look, den ich heute tragen werde. Inklusive meinem kühlen Oberteil. Auch die Nase darf ein bisschen was abbekommen, auch wenn ich das jetzt nicht zu eskalativ machen möchte, ne? Aber, oha, oh. Ja, damit kann ich auf jeden Fall die Straße erleuchten. Sieht süß aus, ne? Habe ich ein kleines Stupsnäschen bekommen. Ja, also bei solchen Hochdrehviechern mit Schwämmchen, entweder das Schwämmchen entfernen, wenn man das Ganze hygienisch halten möchte, oder relativ schnell aufbrauchen. Ansonsten könnten sich da oben halt Bakterien bilden. Darf man auch nicht irgendwie und außer Acht lassen, ne? Und ja, jetzt habe ich ja meine ganzen cremigen Texturen aufgetragen und jetzt gehe ich zum Puder. Das ist jetzt kein neues Puder, das ist eins, was ich euch letztens mal vorgestellt habe und was echt seinen Platz in meinem Herzen verdient hat von Glam Shop. Das Loose Powder habe ich hier, HD, und das ist hammermäßig, das ist super fein. Und das möchte ich gerne auftragen mit dem Letizia X Maxim Pinselset. Das habe ich mir nämlich gekauft. Da habe ich ja jetzt einmal hier diesen ganz großen Pinsel, bekommt ihr auch bei Maxim im Online-Shop. Und den verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich weiß nicht, ob sein aktueller Best Friend 10 Code auch da gilt. Ansonsten einfach immer mal wieder ausprobieren. Upsala, da kommt immer super viel Produkt raus. Ich vergesse das immer. Und ja, dann pudere ich jetzt mal ganz, ganz, ganz vorsichtig, dezent und wenig. Also hier ist echt weniger mehr. Mein Gesicht einmal ab. Oh, der Pinsel, der ist super für unter den Augen. Das ist gerade auch angenehm. So, jetzt habe ich einen super schönen Weichzeichner über mein Gesicht gelegt. Also liebstes Puder für mich tatsächlich von Glam Shop. Ich habe, ne, krass, Weichzeichner ist da am Start. Und das ist auch im Real Life tatsächlich zu sehen und jetzt nicht nur so in der Kamera. Krasses Puder, kann ich euch wärmstens empfehlen. Und am besten dann vielleicht mit einer Freundin zusammen bestellen, dann ein paar mehr von denen oder generell so ein paar Produkte im Glam Shop. Ne, da gibt es schöne Sachen. Kommt halt aus Polen. Und ja,
super feines Puder, richtig geil. Und dadurch wird jetzt die Base natürlich schön halten. Hat jetzt nicht so einen wirklichen White Cast gegeben, sodass ich trotzdem so bleiben kann und jetzt nicht zusätzlich Puder, Blush oder Bronzer auftragen müsste. Und Blush, Bronzer oder Highlighter auftragen müsste. So, genau, weil das scheint ja alles noch so weit durch. Und jetzt kommen die Augenbrauen. Da habe ich von Benefit jetzt einfach nur aktuell zugeschickt bekommen, Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2. Richtig tolles Produkt, das ist Warm Golden Blond. Für mich ein bisschen zu golden tatsächlich. Ja, also es erinnert dann doch vielleicht ein bisschen an Babykotze von der Farbe her. Aber ich finde, jetzt im Sommer, da werden meine Haare auch heller. Also da wird es auf jeden Fall deutlich besser passen. Und ich finde, das ist einfach ein super schöner Augenbrauenstift. Mit dem kannst du so einfach malen. Eine schöne, präzise Miene hat der hier auf dieser Seite. Und hier haben wir den Spoolie, ne? Und damit werde ich jetzt meine Augenbrauen in Form bringen. Ich habe mich jetzt für einen sehr natürlichen Augenbrauen-Look entschieden und werde jetzt mit meinem Essence Lumination Brow Gedönsen einmal durchgehen, um meine Augenbrauen zu fixieren. So gehen meine Augenbrauen meinem Gesicht nämlich auch so eine entsprechende Form, ohne super unnatürlich auszusehen, weil ich sehe tatsächlich auch, dass ich einige Lücken hier drin habe, weil das Augenbrauenprodukt an und für sich ein bisschen zu hell ist, weil ich hier doch etwas dunklere, aschblonde Augenbrauen habe. Aber ich finde es ehrlich gesagt schön so und halt für den Alltag auch tragbarer. Jetzt kommen wir zur Lidschattenpalette Dominique Cosmetics The Moment. Das ist eine, ehrlich gesagt, gar nicht so easy peasy Lidschattenpalette, denn ich habe sie jetzt auch schon das ein oder andere Mal getestet und ich muss sagen, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu dunkel in meinen Looks werde und vielleicht ist hier auch weniger mehr. Auch die bekommt ihr bei Purish und wenn ihr die in der Mystery Box bestellt, also die große Mystery Box, ne, ist die Lidschattenpalette auf jeden Fall drin enthalten. Zahlt ihr für die Box mit meinem Code ja nochmal 20% weniger, also nur 80 Euro und habt dann noch die weiteren Produkte mit dabei und die Box hat einen Wert von 160 Euro. Also ist schon ein Schnapp, sage ich euch, wirklich. Ne? Es ist ein ziemlicher Schnapp und ja, weil auf Dominique Cosmetics habe ich, glaube ich, aktuell nämlich nicht die Rabatte. Die würdet ihr dann zum vollen Preis von, ich glaube, 50 Euro kaufen. Hier sehen wir einmal die Töne. Wir haben schon relativ viele Schimmertöne, ansonsten auch hier ein mattes Braun und noch ein mattes Braun. Selbst dieses Schwarz hat Schimmerpigmente mit drin enthalten und das hier ist ein matter Eierschalenton. Das ist übrigens das matte Schwarz, was ich meinte da oben. Ne? Genau, ansonsten halt wirklich viele Schimmertöne und das hier ist auch ein sehr, sehr schwieriger Ton, jedenfalls bei meiner Augenfarbe, weil ich habe ja grünbraune Augen. Das ist dann wirklich so einheitsbreimäßig, weil ich diesen Ton tatsächlich in meinen Augen drin habe. Aber mal schauen, was wir mit dieser Palette jetzt zaubern. Auch hier verwende ich die Pinsel von Maxim, die ich hier habe. Das ist einmal der Nummer 2, der Blendepinsel. Und da gehe ich in den Ton Embrace rein, in diesen Eierschalenton. Und auch wenn ich schon mit dem losen Puder ja mein Lid gesettet habe, gebe ich mir das nochmal so als kleine Basis drunter. Ich nehme mir jetzt einmal den Schimmerton Deniero auf. Das ist ja eigentlich der hellste Schimmerton hier in der Palette. Und dafür verwende ich den Smudger-Pinsel aus Maxims Pinselset, die Nummer 3. Den trage ich mir hier in meinem inneren Drittel auf dem beweglichen Lid auf. Okay, in meinem inneren Zweidrittel habe ich den jetzt aufgetragen, weil er mir gerade doch so gut auf dem Lid gefällt. Und einfach, weil heute die Sonne so schön scheint, das Licht sich darin so wunderschön reflektiert und man dadurch halt diese Goldreflexe hat, aber auch Orange ist da irgendwie mit dabei und keine Ahnung, also richtig, richtig schön gerade. Ich mache den Pinsel ein bisschen am Handtuch neben mir sauber und nehme hier Life of the Party. Das ist ein türkiser Schimmerton. Den gebe ich mir mal ausnahmsweise nicht auf mein bewegliches Lid, sondern an den unteren Wimpernkranz. Ich finde das ganz witzig als Übergang dann zu meinem Oberteil, was ja auch türkis ist. Und den setze ich mir in mein äußeres Zweidrittel quasi von meinem unteren Wimpernkranz. Jetzt habe ich hier in dem Pinselset so einen ganz feinen Blendepinsel, die Nummer 5. Und damit möchte ich mir Essential, diesen matten Schokobraunton, aufnehmen. Und das blende ich hier außen ganz, ganz vorsichtig einfach ein in mein äußeres V. Und lasse es auch ein kleines bisschen in den Schimmerton mit reinlaufen, dass man so einen kleinen Farbverlauf bekommt. Das ist jetzt relativ simpel, weil es wirklich nur diese drei Töne sind, die ich auf dem Auge trage. Aber ich finde, sie haben schon ihren Effekt und ich würde es halt auch gerne so lassen. Ich gebe mir jetzt mit dem Pinsel Nummer 4, was eigentlich auch super für Cut Crease geeignet ist, ne, ein mattes
Augenbrauen und Inner Corner Highlight mit dem Ton Embrace einfach mal auf, weil das ist ja das, was die Palette hier so bietet. Ne? Wir haben keinen Schimmer, den ich da reinsetzen kann, also highlighte ich das mit einer hellen matten Farbe. Auch mal was anderes. Aber nicht weniger wirkungsvoll. Da glitzert man nicht so viel durch die Gegend. Trotzdem hat das was, finde ich. Weil der Look ja auch so zurückgenommen ist, passt es schon, oder? Was meint ihr? Trotzdem hätte ich mir anstelle von, keine Ahnung, After Hours oder so, ne, einen hellen Schimmerton gewünscht. Aber ich finde, es ist tragbar. Ich werde mich so heute echt wohlfühlen, wenn ich so rausgehe. Und das ist jetzt der Look, den ich euch hier mit der The Moment Palette von Dominique Cosmetics geschminkt habe. Ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner, da habe ich jetzt einfach in meinem Schminkkit den Clarins Graphic Ink Liner. Ist so ein Filz-Eyeliner und da mache ich mir jetzt einen recht simplen, einfachen und nicht allzu ausdrucksstarken Eyeliner. Jo, ne, kann man so stehen lassen. Und jetzt muss das Gesicht natürlich fixiert werden. Da habe ich jetzt ein Fixing Spray von Beauty Bakery, auch das bekommt ihr bei Purish. Das mag ich ganz gerne, habe ich aktuell in Anwendung. So wird das Puder auch ein bisschen besser sich jetzt mit den ganzen Gesichtsprodukten verbinden und genau, Glow rauskommen und so und ja, alles etwas mehr verschmelzen und natürlicher aussehen. Das finde ich immer ganz cool, diesen Schritt tatsächlich. Und ja, mag ich immer sehr gerne. So, jetzt gehe ich mit meinen Fingern immer gerne durch die Wimpern durch, weil die meistens ein bisschen feucht geworden sind. Denn jetzt ist die Mascara am Start. Physicians Formula habe ich hier. Eye Booster Fiber Infused Mascara. So soll die heißen. Ja, schaut so aus. Ich bin immer sehr skeptisch bei Physicians Formula Mascaren, um ehrlich zu sein, weil bislang noch keine mich vom Hocker gerissen hat und die sieht auch schon wieder sehr merkwürdig aus. Oh je, mini. Also wirklich sehr verdreht und super viel Produkt ist hier am Bürstchen dran, an dem Kunstfaserbürstchen. Also es ist so in sich gedreht. Das kann geil werden, aber da ist so viel Produkt dran. Egal, wir gucken einfach mal, was die so zu bieten hat und schauen uns die Geschichte in wahrscheinlich 3 Schichten an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die ist echt mau, ne? Also da hast du nicht viel von. Das muss ich wirklich sagen. Also, nee, die ist schwierig aufzutragen. Die macht kein schönes Ergebnis, finde ich. Also für mich jetzt keine Mascara, die ich so weiter verwenden werde. Ich mache jetzt einfach, weil ich, ne, habe ja noch was vor, die Nabla Visions Mascara mir on top drüber. Die ist mittlerweile schon ganz gut eingegroovt. Das braucht immer bei ihr so ein bisschen. Und dann macht sie halt wundersam krasse Wimpern. Was nicht jeder jetzt so in der Intensität mag wie ich, aber ich finde es immer total geil und feiere das einfach hart. Ich mag einfach meine Wimpern so deutlich lieber. Ne? Deswegen ist es jetzt so drauf. Und jetzt zoome ich euch ein bisschen raus, weil dann kommen wir noch zu Lippen und Parfum. Als Lippenprodukt verwende ich das Produkt, was ich in letzter Zeit super häufig verwende und ihr fragt mich sehr häufig auch danach. Von Revolution ist es in der Farbe Kiss, einfach dieser Pout Bomb, habe ich schon zur Hälfte leer, finde ich total klasse. Ist einfach so ein Lipgloss, der meiner Meinung nach My Lips But Better ist und irgendwie zu jedem Look ganz gut passt, ne? Weil der auch sehr dezent ist. Der macht die Zähne auch ein bisschen weißer und den mag ich einfach gerne leiden. Ist ein schöner, ja leicht minziger tatsächlich auch Lipgloss, den ich gerne mag. Und als ich bei Asam Beauty bestellt habe, habe ich mir dieses Parfum mitbestellt, Vibrant Moments. Das hörte sich ganz angenehm an und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das soll sogar ein Parfümzwilling oder Duftzwilling sein zu dem Parfüm de Mali, Desina oder so. Mal gucken, sieht auf jeden Fall, ne, kann ich ja nochmal zeigen, ziemlich hübsch aus. Wir haben ja immer recht viel Produkt in diesen M-Asam-Produkten drin. Riecht sehr floral. Angenehm. Also ich würde es jetzt nicht als super High-End vom Duft her bezeichnen. Ne? Also man riecht schon, dass es ein bisschen günstiger ist. Könnte aber auch ein gut riechendes Shampoo oder ein gut riechendes Duschgel sein, was ich jetzt noch so duftmäßig drauf habe. Aber ich mag den Duft. Also das werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Näschen, aber meins auf jeden Fall. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Die Produkte, die auf jeden Fall richtig nicht so geil sind, ist die Mascara. Die hat mir gar nicht gut gefallen. Ansonsten, weiß ich nicht, haben die Produkte ganz gut abgeschnitten, ne? Ja, also ich fühle mich jetzt sehr hübsch und bereit, um gleich auf einen kleinen Geburtstag zu gehen und draußen einen Tag zu verbringen, ne?
Also von daher ist doch alles tutti. Ja, heute mal ein bisschen dezenter, denn ihr wünscht euch das ab und an auch mal, dass ich nicht so super ausgefallene Looks schminke, sondern auch einfach so tragbare, richtig Alltagslooks. Und das ist für mich so ein extremer Alltagslook. Also ich trage alles, was ich hier schminke, auch im Alltag. Aber ich finde, das könnte doch theoretisch jeder tragen. Ging jetzt auch super easy und schnell. Und ja, das war es jetzt auch hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Schminky Bla Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!